Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Entdeckerfuchs und ich zeige euch heute, wie man einen Auflaufdämpfer an einem Wohnwagen wechselt. Idealerweise an diesem Wohnwagen hier mit einem Alkochassis. Der Auflaufdämpfer ist undicht und hat der TÜV auch bemängelt, also muss er raus, muss gewechselt werden. Wie das geht und was man dafür braucht, zeige ich euch in dem kommenden Video. Viel Spaß! Ja, Ausgangsbasis für unseren Wechsel des Auflaufdämpfers ist eine Alco AKS 3004 mit entsprechender Anti-Schlinger-Kupplung. Diese Kupplung ist entsprechend nur mit zwei Schrauben und Muttern befestigt. Diese Muttern sind geführt in dem Kopf selber. An Werkzeug benötigen wir relativ einfach nur zwei 17er Schlüssel, um die Muttern zu lösen. Ein T55 Torx mit entsprechender Knarre, ein Schlitzschraubendreher für die Führungshülse. Naja, und ein bisschen Öl, damit wir das Ganze gängig gemacht bekommen. Wir legen los mit der Mutter der Abdeckkappe, die zuerst gelöst werden muss. Diese ist normalerweise handfest. Sollte dem nicht so sein, braucht ihr natürlich eine Zange. Anschließend beginnt ihr mit dem Lösen der Mutter am hinteren Teil des Auflaufdämpfers. Dazu nehmt ihr die zwei 17er Schlüssel. Und beginnt die Mutter zu lösen. Ihr benötigt dafür einen zweiten 17er Schlüssel, um eben die festgeschweißte Mutter am Auflaufdämpfer zu kontern. Ist ganz ratsam, das so durchzuführen, denn der Dämpfer dreht sonst mit und das sollte eigentlich nicht sein. Also bei einem defekten Dämpfer wäre es noch egal, aber bei dem neuen Dämpfer hinterher bei der Remontage solltet ihr schon darauf achten, dass der Dämpfer nicht mitdreht, denn Dämpfer mögen es nicht so gerne, wenn die Zugstange sich innerhalb der Hülse dreht, denn da ist eine Dichtung drin. Meistens ist es ja ein Dämpfer mit Öl und der könnte dadurch undicht werden. Das heißt, ihr habt mit dem neuen Dämpfer direkt das Problem, dass ihr den dann undicht verbaut habt. Ist ein bisschen Fummelskram, weil man nicht so besonders gut da dran kommt, aber das sollte auch nach ein paar Minuten erledigt sein. Nun beginnen wir mit der Demontage des Kopfes, nachdem wir die Muttern gelöst haben. Und das machen wir, indem wir mit dem T55 Torx die beiden Schrauben lösen. Die Muttern auf der Gegenseite müssen nicht gekontert werden oder befestigt werden, da sie sich ja am Kopf selber dort befestigen. Das heißt, wir lösen ganz normal mit der Knarre die Schrauben, und zwar in dem Falle beide. Nehmt nun die Führungshülse aus dem Kopf, das ist die Hülse, die zusätzlich benötigt wird zur Stabilisierung. Der Auflaufdämpfer selber hat ja eine fest verbaute Hülse, sofern es sich um das Modell handelt, welches hier verbaut worden ist. Es gibt diese Auflaufdämpfer auch ohne fest verbauter Führungshülse. Achtet bitte darauf, wenn ihr euren neuen beschafft, ob ihr eben mit der Führungshülse benötigt oder ohne. An dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ihr auf jeden Fall darauf achtet, dass ihr den richtigen neuen Auflaufdämpfer einbaut. Da
Das heißt, auch die Aufbaulänge sollte richtig sein. Und natürlich auch, wenn ihr bei der Demontage der Mutter auch die Unterlegscheiben und Gummiringe entfernt habt, dass ihr die auch wieder in der richtigen Reihenfolge auf den Auflaufdämpfer aufsetzt. Jegliche Teile, die ihr sonst benötigt oder die ihr austauschen wollt, wie die Gummiunterlage oder die Unterlegscheiben, sind nicht bei der Artikelnummer des Auflaufdämpfers dabei und müsst ihr gesondert bestellen. Damit der Kopf bei der Remontage leichter aufzusetzen ist und sich natürlich innerhalb des Führungsteils besser verschieben lässt, setze ich ein bisschen Öl an, damit das Ganze ein bisschen leichter gleitet. Vorher bitte nicht vergessen, die Führungshülse, die ihr entfernt habt, wieder entsprechend einzusetzen. Da sollte euch der Schlitzschraubendreher ein bisschen dabei helfen, dass ihr die an die richtige Position bekommt. Wenn ihr nun die Schrauben einsetzen wollt, achtet darauf, dass der Kopf natürlich mit der Führungshülse in der richtigen Position sitzt. Und wenn ihr die zweite Schraube befestigen wollt und der Auflaufdämpfer nicht die korrekte Position hat, nehmt den Schlitzschraubendreher wieder zur Hand, steckt ihn hinein und führt für einen kurzen Moment den Kopf in die richtige Position. Dann könnt ihr von der anderen Seite die Schraube entgegenstecken und habt dadurch als einfacher, diese entsprechend einzuführen. Mal ein bisschen dran rappeln, ein bisschen mit dem Schlitzschraubendreher und schon ist die Schraube drin. Sofern ihr dann also alles wieder rückwärtig montiert habt und alles auch befestigt habt, sollte der Auflaufdämpfer natürlich ordnungsgemäß funktionieren. Ja, dann wünsche ich euch in jedem Fall eine gute und sichere Fahrt und ich würde mich freuen, wenn ihr auch meine anderen Videos auf meinem Kanal weiter schaut.